Hallo Freunde, ich zeige euch heute die angekündigte Revanche zwischen Magnus Carlsen und Wesley So bei der Schnell- und Blitz-Weltmeisterschaft 2017. Und wieder kam die KO-Kann-Verteidigung und wieder kam die Abtauschvariante aufs Brett. Aber dieses Mal eben nicht mit Springer F6, was Läufer F4 ja erlaubte, sondern diese Dame C7, um Läufer F4 zu verhindern. Das ergibt andere Stellungsbilder und einen sehr taktisch angehauchten Kampf. Und was da in dieser Partie passiert ist, das schauen wir uns heute an. Also, los geht's. So, natürlich sind beide Spieler noch in der Theorie, denn auch Dame C7 ist eine vollwertige, spielbare Alternative. Magnus Carlsen spielt Springer E2, was den Läufer F4-Zug wieder vorbereiten möchte. Ich möchte nur ganz, ganz kurz mal eben auf Alternativen eingehen. So einen kleinen Theorie-Einschub sozusagen. Ja. Wer den Springer nicht nach E2 stellen möchte, sondern lieber nach F3, der kann auch hier an dieser Stelle den Zug H2, H3 spielen, mit der Idee Springer F3, um eben dieses Läufer G4 zu verhindern. Und wenn jetzt in Anführungsstrichen normale Züge wie Springer F6 kommen, ja, dann wird Schwarz hier oftmals auf diesem Läufer C8, naja, das ist zumindest die weiße Idee und die weiße Hoffnung, dass er auf diesem Läufer C8 hängen bleibt und den vielleicht irgendwann doch mal wieder einschließt hinter der Kette. Und dann haben wir ähnliche Bauernstrukturen wie in der ersten Partie. Was Schwarz da hier machen kann, ist G7, G6, um den Läufer, das Feld F5 zu sichern, um den dahin zu entwickeln. Jetzt könnte man denken, auf den ersten Blick, Moment, jetzt kann Weiß doch hier schlagen, jetzt ist hier ein Doppelbauer, ja? Aber dieser Doppelbauer ist überhaupt nicht schlimm, denn im Gegenteil, dieser Doppelbauer stärkt hier das Zentrum und gerade das Feld E4 für den schwarzen Springer. Und nach normalen Zügen sehen wir, die Bauernstruktur ist in sich kompakt und der schwarze Plan mit Läufer D6, lange Rochade, Turm G8, Springer E4 und Initiative und Angriff am Königsflügel, da ist mit Doppelbauern und so weiter, mit Schwäche überhaupt nichts zu erkennen und das verspricht durchaus aktives Spiel für Schwarz. Und deswegen sollte hier nach Läufer F5 Weiß nicht unbedingt auf F5 schlagen, sondern den hochinteressanten Zug Läufer wegziehen. Jetzt könnte man auf den ersten Blick denken, oh Moment, jetzt hat Schwarz doch hier freiwillig den Läufer entwickelt bekommen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Schwarz natürlich schwierig E7, E6 spielen kann, weil dann der Läufer hier auf einmal eingeklemmt ist. Ja, dass so Züge wie G4 auf einmal muss weiß immer Schwarz immer im Hinterkopf haben, dass der Läufer nicht auf einmal irgendwie mal weg sein könnte. Und nach normalen anderen Zügen ja, sehen wir, dass selbst wenn wir jetzt noch einige Züge machen, wir folgen hier mal so dem Beispiel von Anish Giri aus einer seiner Weißpartien. Dass irgendwann spiele ich mit Schwarz E6 oder E5 oder ich habe immer noch diese Probleme mit diesem Läufer auf F5. Und E5 würde mir natürlich dann grundsätzlich diesen Isolani wieder einfügen oder hinzufügen, wie auch immer. Ja, aber so ganz sorgenfrei ist Schwarz eben noch nicht mit diesem Läufer, obwohl er draußen ist. Das nur mal als kleine Anekdote so zwischendurch. Warum hier A2, A3 noch wichtig war, zeigt das Beispiel, wenn wenn Weiß hier mit Turm E1 spielt, ja, um auch hier irgendwie den Springer normale 0 auf 15 Züge, dann muss man eben aufpassen, es gibt einen kleinen taktischen Trick, nämlich der Springer B4 und jetzt droht Springer C2. Und wenn ich den Springer schlage, kommt der Läufer nach C2 und die Dame ist weg. Ups. Also, natürlich nicht alles erzwungen, aber ihr seht, wie reichhaltig und facettenreich der ganze Stellungskomplex ist. Also, wer mit H3 spielen möchte, kann das absolut tun und ohne Probleme. Die zweite Alternative, die ihr dann kennen sollte, wäre so ein Zug wie E7, E5. Um ja nicht in diese Strukturen reinzugeraten, setzt Schwarz eben sofort auf Aktivität und auf Initiative, nimmt dafür aber diesen Isolani auf D5 in Kauf. Und Weiß sollte irgendwie gucken, dass er schnell die Puppen rauskriegt, ja, und sie rochiert und irgendwie, dass das Feld
D4 kontrolliert, ja, vielleicht mit dem Läufer hier irgendwie hin oder mit dem Springer noch das Feld noch mal kontrollieren. Typische Isolani-Strukturen. Und wer auf den ersten Blick denkt, hier ist quasi gar nichts los, ja, ist Spaß hat das Läuferpaar und sucht natürlich noch nach taktischen Möglichkeiten. Das haben auch schon Weltklasse-Spieler gespielt, ja, auch mit Schwarz. Ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, aber sind halt Isolani-Strukturen. Damit muss man halt einfach sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz eben sich bewusst sein, wenn so ein Zug wie E7, E5 kommt. Okay. Jetzt haben wir aber genug der Vorrede. Jetzt wollen wir uns die Partie angucken. Und hier kam halt dieses Springer E2, um dieses Läufer F4 vorzubereiten. Okay. Schwarz spielt Springer F6. Hier ganz kleiner Einschub nochmal einmal. Auch hier könnte Schwarz jetzt schon E7, E5 spielen, mit ähnlichen Strukturen mit diesem Isolani, nur dass der D5 jetzt hier noch nicht gedeckt ist. Sprich, auf dieses Schach müsste jetzt der Läufer nach D7. Und jetzt kann Weiß hier nicht auf D5 oder sollte Weiß zumindest nicht auf D5 schlagen, weil Schwarz auch eine schnelle und unangenehme Initiative aufbauen kann. Und nach dem Schlagen haben wir halt so eine typische Isolani-Struktur. Und nur um mal ein kleines Beispiel zu zeigen, dass Schwarz hier überhaupt nicht chancenlos ist. Ja? Habe ich mal eine Partie rausgesucht zwischen zwei guten Spielern. Ich habe die Namen gerade nicht aufgeschrieben. Wieso eigentlich nicht? Wir sehen, sieht alles sehr, sehr natürlich und normal aus. Ja? Läufer G5 auch eine Figur entwickelt, ja, um den Springer hier frei zu machen und so weiter. Auf einmal kam Dame G4 und dieser Läufer hängt und nach dem Schlagen schlägt Schwarz gar nicht zurück, sondern hat hier auf einmal eine Gabel und gewinnt eine Qualität. Und schlägt hier auf F6 zurück, hat eine Qualität gewonnen. Jetzt könnte man auch denken, oh, der König ist in der Mitte, ja, der Läufer gefesselt. Aber Schwarz rauchiert einfach und ich kann den gar nicht nehmen, wegen Grundreihenmatt. Also nur mal ein kleines Beispiel aus dieser Partie, dass auch diesen Isolani-Strukturen jede Menge Taktik natürlich immer drin ist. Ne? Keine Frage. Okay. Hier kam aber von Wesley So Springer F6 und Magnus Carlsen spielt Läufer F4. Und jetzt gibt es hier im Grunde zwei Möglichkeiten. Die eine ist die gespielte Fortsetzung, nämlich zu sagen, komm, ich spiele E7, E5. Ich will meinen Damenzug hier rechtfertigen und dann wird die Stellung eben schärfer. Die Alternative wäre jetzt noch, zum Beispiel die Dame wieder wegzuziehen, den B2 anzugreifen und nach Dame B3 haben wir hier so ein typisches Stare-Down, ja, dieses Gegenüberstellung der Damen. Und wer zuerst den anderen schlägt, der öffnet dem Gegner die A-Linie. Ja. Und ansonsten entwickelt Schwarz sich analog zu den ganz normalen Plänen, die wir schon aus der letzten Partie kennen. Und anhand der Bauernstruktur sehr, sehr typisch ist, ja, mit E6 Läufer E7 kurz Rochade und dann mit Läufer H5 Läufer G6 den eigenen schlechten Läufer tauschen, aus schwarzer Sicht, gegen unseren oder gegen den weißen guten Läufer. Das wäre hier eine Möglichkeit gewesen. Aber Wesley So sagt sich, und wir müssen natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, ist eine Blitzpartie, ja, 3 plus 2. Da hat man nicht ganz so lange Zeit zum Nachdenken und da muss man auch schon mal Entscheidungen treffen. Und hier geht Schwarz eben dieses Risiko ein, mit diesem Isolani zu spielen. Und er möchte einfach ein bisschen Action haben. Okay. D mal E, Springer schlägt E5. Und wieder Läufer B5. Wieder Schach. Und hier sagt sich Wesley So, ich will meine Puppen auf dem Brett haben. Ich will mein Läuferpaar auf dem Brett halten. Und spielt den Zug König D8, ja, und spätestens jetzt weiß man mit 0815 Schema, Standardzügen kommen wir hier nicht weit in dieser Partie. Ja. Hier ist ja nicht so, wie es in den Büchern steht, ja, normal entwickeln, Rochade machen und so weiter. Hier brennt ja alles. Schwarz hat ja theoretisch alles falsch gemacht, was geht. Früh Isolani in Kauf genommen. Der König rennt hier mitten in der Botanik rum. Kann doch alles nicht gut sein, ja. Ja. Ist auf jeden Fall kritisch, auf jeden Fall. Aber immer bedenken, wir spielen als Mensch gegen den Menschen
Und hier ging es eben darum, den auch vielleicht mal zu überraschen und auf Glatteis zu führen. Weiß rochiert und Schwarz macht Läufer D6. Das ist eine der Ideen. Wir sehen übrigens, warum Schwarz diesen Springer F6 eingefügt hat vorher, damit dieser D5 eben immer gedeckt ist. Weil wenn der König hier auf der D-Linie rumrennt, ja, dann sollte der D-Bauer schon als Schutz noch dienen. Okay, Springer D2, Läufer E6, Schwarz versucht alle Figuren zu entwickeln. Wir sehen natürlich auch, Schwarz hat alle Figuren draußen, ja, bis auf den König im Grunde, naja, nicht wirklich viel passiert. Ja. Springer D4, okay, normaler Zug, blockiert den Isolani auf D5. Der Läufer wird vertrieben. Und jetzt, ja, jetzt beginnt so ein bisschen dieser Spaß, ja. Natürlich könnte Magnus Carlsen jetzt hier einfach mit dem Läufer zurückziehen und sagen, ich spiele ganz in Ruhe und gemütlich weiter. Wir müssen, mal abgesehen davon, auch immer noch ein halbes Auge auf so einen Zug wie Springer F3 werfen, weil dann dieser Abzug dieser Batterie hier auf diesen Läufer F4, ja, dann würde Schwarz quasi endgültig das Läuferpaar gewinnen. Ja, ist zumindest eine Option, wo Weiß auch noch aufpassen muss. Und deswegen, vielleicht deswegen hat sich Magnus Carlsen gedacht, ich habe hier eine Idee. Und ich habe hier eigentlich, ich glaube, ich habe hier eine gute Idee. Und er spielt Turm E1, was den E5 angreift. Aber Moment, hey, der B5 fängt doch. Ja, den nimmt Wesley so auch. Nach dem Schlagen sehen wir die Idee von Magnus. Nämlich hier den Angriff auf Dame und Läufer und dass wir hier auf D6 diesen Springer schlagen. Und wenn jetzt Wesley so, ja, so reflexmäßig kennt man ja, man schlägt immer zurück, dann ist auf einmal hier natürlich ja, dieser Läufer hier schon eine Bombe. Ja? Nicht nur, dass der König jetzt hier wirklich in der Mitte steht, jetzt droht dann hier auch noch jetzt hier rauszuschlagen auf F6 oder mit C4 die Mitte geöffnet zu werden, dass der König eben wirklich in Gefahr gerät. Und hier steht aufgrund naja, ein bisschen fehlenden Figuren von Schwarz, fehlt dieses dynamische Gegenspiel. Und deswegen steht, je mehr getauscht wird, natürlich immer der Isolani kommt immer mehr in den Vordergrund. Hier ist natürlich gepaart mit dem schlechten König noch zusätzlich. Aber Wesley So sagt sich, ich brauche doch gar nicht hier diesen Springer zu schlagen. Ja? Und mein Läufer, hier der Springer auf E5 ist ja auch angegriffen. Der könnte ja auch nach D3 gehen. Und auf einmal habe ich hier so eine kleine Gabel auf Läufer und Springer. Okay. Beides kann ich tatsächlich überhaupt nicht retten mit Weiß. Deswegen sagt sich Magnus, ich rette den Läufer, weil ich muss ja auch den Springer auf D6 retten. Und ich gebe hier eine Qualität ab. Aber als Kombination, und ich glaube, da haben beide Spieler jetzt grundsätzlich keine Probleme mit, die Kombination ist hier sicherlich fraglos, ist da, ja, wegen dem schlechten König. Aber ist es eben mehr als Kombination? Qualität ist Qualität. Ne? Und im Grunde hat Wesley So natürlich die Art von Stellung erhalten, die er möchte. Komplizierte, verwickelte, taktische Sache. Okay. Und Springer H5 und jetzt, oh, jetzt hängt dieser Läufer auf G3 und damit wäre der D6 ungedeckt. Und wir sind hier absolut immer noch im ausgeglichenen Bereich, ja, im dynamischen Ausgleich sozusagen. Aber jeder Zug kann hier natürlich sofort ein massiver Fehler sein. Bevor wir jetzt weitergucken, ganz kurz, ja, dieser Springer auf D6 steht natürlich wie ein Oktopus hier super. Der guckt hier in alle Richtungen, ist mega aktiv. Ja, so, dieser berühmt-berüchtigte Oktopus-Springer, weil der 8 wie so ein Rad schlägt hier. Aber wenn wir jetzt mal genauer hingucken, ist dieser Springer natürlich auch, der greift nicht so wirklich was an. Und er kommt hier auch nicht mehr zurück. Also, ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert hier, dieser Springer auf D6. Steht er jetzt gut oder schlecht oder man weiß es nicht. Und Magnus Carlsen spielt hier den Zug Dame E5. Greift den H5 an, deckt den D6 und
Droht vielleicht auch mal auf G7 zu schlagen, macht den Turm frei. Sieht auf den ersten Blick nach einem sehr normalen Zug aus, aber es stellt sich heraus, dieser Zug ist ein ganz, ganz übler Blunder. Eieieiei. Warum? Na, zunächst einmal kommt Springer G3. Klar, wir wollen ja hier den Springer entwurzeln. Die Dame schlägt zurück. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Zug, irgendwas muss Magnus übersehen haben. Denn er dachte natürlich immer noch hier, dass der Turm hier auf D1 und hier mit Action irgendwie, dass hier noch gegen den König irgendwas drin ist. Ja, der G7 hängt, die schwarzen Felder hier. Also ist noch dynamisch vermeintlich einiges drin. Problem ist, König E7. Und jetzt ist auf einmal dieser Springer auf die 6 konkret sofort angegriffen. Und Weiß hat keine Zeit jetzt hier irgendwie in Ruhe irgendwie den Turm erst noch ranzubringen oder sonst irgendwas zu machen. Der Springer ist einfach konkret in Gefahr und weg. Ja? Und obwohl dieser König hier auf E7 oder D8 hier im Zentrum rumstand, ja, gegen so einen Weltklasse-Spieler wie Magnus, und trotzdem, ja, ihr seht, ja, auch der König kann, den kann man auf einmal noch nutzen irgendwie. Ne? Super, super spannend. Und jetzt ist dieser Springer auf D6 einfach weg. Magnus sagt, ich deck den oder ich verliere sowieso einen Springer. Kann ich auch den opfern, um hier den Turm zu öffnen, den Springer zu decken. Jetzt droht Springer F5 Abzugsschach. Und auf einmal sieht es ja wieder super verwickelt aus. Problem ist, die Dame zieht einfach weg. Jetzt droht überhaupt kein Abzug. Und es droht auch sonst nichts. Weiß spielt H4. Wir gucken noch mal ganz kurz. Kann er sich denn hier nicht noch irgendwie an Bauern bedienen und ja, irgendwie rumfressen? Auch nicht so richtig wirklich, denn das Öffnen der G-Linie ist dann für den weißen König eher ungesund. Und deswegen kam hier H4. Aber nach Turm HD8 ist der Springer schon wieder angegriffen. Und der kommt schon wieder nicht weg. Der hat wieder kein Feld. Ja, das sieht aber mal ganz schlecht aus. Wir gucken uns mal eine Möglichkeit an, was jetzt hier noch hätte passieren können. Wenn zum Beispiel hier ein Schach kommt. Upsala, hier. Wenn jetzt hier ein Schach kommt, ja, dann geht der König einfach zur Seite, deckt den Bauern. Und der D6 ist ja immer noch zweimal angegriffen. Der Turm auf D1 dahinter ungedeckt. Grundreihen, ja, Turmprobleme. Und selbst wenn ich den decke, Turm A6 greift den ein drittes Mal an und dann würde er endgültig verloren gehen. Ja, und das war das Hauptproblem. Und deswegen hat Magnus Carlsen in dieser Stellung in der Partie aufgegeben. Wesley So hat gewonnen. Und ihr fragt euch, huch, ist ja überraschend, wieso zeige ich die Partie aus weißer Sicht? Man muss eben immer mit allem rechnen. Ne? Ich hatte jetzt aus weißer Sicht gezeigt, weil ich die erste Partie auch aus weißer Sicht gezeigt hatte, um die Strukturen zu gucken und hier vielleicht mal ähnliche oder vergleichbare, ja, einfach das, um das aus weißer Sicht mal besser vergleichen zu können. Also, Wesley So gewinnt und ja, etwas überraschend und vor allem so schnell, ne, muss man ja auch erstmal schaffen. Von daher, der Überraschungsmoment mit dieser Eröffnung, ja, diesem E7, E5 hier, ne, in Verbindung mit dem König hier in der Mitte. Völliger Wahnsinn, ja. Würde ich nicht empfehlen, zum Nachahmen. Aber in dieser Variante, in dieser Partie hat es eben mal funktioniert. Alles klar, Freunde. Damit sind wir mit dieser K.O.-Kann-Geschichte erstmal durch. Ja, mal gucken, welche Öffnung wir uns als nächstes vornehmen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.